Bagdad, Februar 2003. Hunderte Journalisten reisen an, überzeugt, dass der Krieg unvermeidbar ist. 12 Jahre zuvor war die Stadt heftig bombardiert worden, aber die USA und ihre Alliierten hatten es vorgezogen, den Krieg nicht bis ins Herz des Irak zu tragen. Dieses Mal war es anders. Dieses Mal standen 200.000 Soldaten bereit in Kuwait, im Mittelmeer und im Persischen Golf, um in den Irak einzumarschieren und das Regime von Saddam Hussein zu beenden. Ich kam mit einem schrecklichen Gefühl nach Bagdad. Es waren noch 2 Monate, bis es losging, und dennoch wussten wir alle, dass dieser Krieg kommen wird, egal was passiert. Mir fiel auf, dass die irakische Bevölkerung bis 2 Tage vor Kriegsbeginn ihre Lebensfreude behalten hatte. Es war wie eine Trotzhaltung gegenüber der Kriegsdrohung. In jedem Krieg ist die erste Sicherheitsmaßnahme für Journalisten die Auswahl des Ortes, wo man wohnen wird. Die Mehrheit entschied sich für das Hotel Al-Rashid. Aber wenige Tage vor dem Krieg verließ CNN plötzlich das Hotel. Und ihr Auszug wird zu einem Signal der Gefahr. Wir beobachteten aufmerksam, was CNN machen würde. CNN ist das Pentagon. Sie hatten bestimmt bevorzugte Informationen über gefährliche Punkte. Es hieß, CNN hätte eine Etage im Hotel Palestine reserviert. Alle glaubten, dass die USA kein Hotel bombardieren würden, in dem CNN ist. Das Palestine lag in einer zivilen Zone und gab uns mehr Vertrauen. In der Nähe gab es kein einziges militärisches Objekt, auf das man schießen müsste. In dieser Computeranimation des Zentrums von Bagdad ist die Lage des Hotels Palestine zu erkennen. Für die Journalisten war es ein Vorteil, dass es im Osten Bagdads liegt, auf der rechten Seite des Tigris. Der Fluss trennt das Hotel vom Regierungsviertel, einem wahrscheinlichen Ziel amerikanischer Bombardierungen. Schließlich zieht die große Mehrheit der Journalisten ins Palestine um. CNN selbst hat das bekannt gemacht, sodass sowohl die Iraker als auch die Amerikaner wussten, wo wir sind. Die Journalisten, vor allem die vom Fernsehen, unterliegen einer strikten Kontrolle durch die Behörden. Aufpasser der irakischen Regierung überwachen jeden ihrer Schritte. Sie müssen an Propagandaaktionen teilnehmen, in denen das Regime ein fiktives Bild zeichnet, wie das Volk angeblich die Regierung unterstützt. Oft droht man ihnen mit Ausweisung. Die Funktionäre des Regimes sind daran gewöhnt, die Leute einzuschüchtern, und ihr Umgang mit den Journalisten ist nicht viel anders. Die TV-Teams waren für sie das Wichtigste, die Fernsehbilder. Darauf waren sie wirklich scharf. Es war das 2. Mal, dass der Kameramann José Cuoso von Telecinco in den Irak reiste. Er ist 38, verheiratet und hat 2 Kinder. Diejenigen, die ihn kennen, wissen, dass er sich lieber Zeit für seine Arbeit nahm, als zu hetzen, um den aktuellsten Nachrichten nachzujagen. Er kam, sah sich um, überlegte, welche Einstellungen er komponieren, welche Bilder er drehen könnte. Nicht nur die reine, harte Nachricht zeigen, die Bilder für sich selbst sprechen lassen, sodass der Reporter nur noch das Notwendigste erzählen muss. Bevor der Krieg begann, waren sich einige nicht sicher, ob sie bis zum Schluss ausharren sollten. Cuoso hat sie überzeugt, in Bagdad zu bleiben. Cuoso hat uns gesagt, wir müssten bleiben, um zu berichten, was geschieht. Wir könnten doch nicht zulassen, dass Krieg geführt wird und es keine Zeugen gibt. Das ist der Satz von José, den ich nie vergessen werde. 1 Woche bevor das alles geschah, war ich sehr niedergeschlagen. Es war Cuoso, der mich aufrichtete. Er sagte, wir sind doch Profis und wir müssen über das alles hier umfassend berichten. 2 Tage vor dem Beschuss sagte ich zu José, wenn diese Statue einstürzt, schalte ich die Kamera aus und gehe nach Madrid. Da sagte Cuoso und ich hinterher.
Mitte März im Norden Kuwaits. Die 3. Infanteriedivision der US-Armee bereitet sich vor, in den Irak einzumarschieren. Zu dieser Division gehört das 64. Panzerregiment. Sein Chef ist Oberstleutnant Philipp de Kemp. Es wird die Speerspitze der Invasion sein. Dafür hat es eine tödliche Waffe, den Abrams-Panzer. Einem amerikanischen Journalisten erklärt de Kemp den Wert dieses kugelsicheren Gerätes. Die Panzer bedeuten Überraschung, Feuerkraft und Beweglichkeit. Wegen dieser Panzer macht sich der Feind vor Angst in die Hosen. Zu seinem Regiment gehört die Kompanie A, geführt von Hauptmann Philipp Wolford. Diese Panzerkompanie hat einen Spitznamen. Wolfords Soldaten nennen sich die Mörder. Unter ihnen ist Sean Gibson, der Feldwebel, der den Panzer befehligt, der auf das Hotel Palestine schießen wird. Der Krieg steht unmittelbar bevor. Ich sagte zu meiner Frau, dieser Krieg gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, mit mir passiert etwas. Ich hatte etwas in mir, das mir gar nicht gefiel. Schon in Afghanistan überfiel mich dieser Gedanke. Du siehst eine Menge Journalisten einreisen und du fragst dich, wirst du es diesmal sein, der dort bleiben wird? CNN war der Gewinner der Medienschlacht im letzten Golfkrieg. Dieses Mal ist der Wettbewerb härter. CNN hat einen Konkurrenten, den arabischen Sender Al Jazeera. Im Afghanistan-Krieg war das Büro von Al Jazeera vom US-Militär angegriffen worden. Trotz dieser gefährlichen Vorgeschichte wollen seine Reporter nach Bagdad. Unter ihnen ist Taysir Alouni, der auch in Kabul dabei war. Jeder bei Al Jazeera wusste, dass die Amerikaner uns gezielt angegriffen hatten. Trotzdem waren alle Reporter verrückt danach, nach Bagdad zu gehen, um über den Krieg zu berichten. Ich dachte, das war dumm. Ich hatte Angst. Al Jazeera hatte das Pentagon über die konkrete Lage seines Büros in Bagdad informiert. Aber das beruhigt Alouni keineswegs. Die meisten meiner Kollegen machten sich keine Sorgen. Ich schon. In Kabul waren uns dieselben Garantien gegeben worden, wenn wir unsere Koordinaten bekannt geben. Und dann wurde unser Büro bombardiert. Ich sagte zu unserem Direktor, sehr gut, Mann. Sie haben Ihnen exakt mitgeteilt, was Sie bombardieren müssen.21. März. Der Krieg hat begonnen. Al menos han caído una treintena de misiles en los últimos dos minutos. Todo edificio oficial que tenemos delante de nuestros ojos ha sido alcanzado. In dieser Nacht stürzt auf Bagdad die Operation Schock und Grauen herab, wie es das Pentagon nannte. Die massive Bombardierung von Saddam Husseins Machtzentrum. Vom Hotel Palestine aus kann man gut die Zerstörung des Palastes der Republik sehen. In Wirklichkeit ist es nicht nur ein einziger, sondern Dutzende von Palästen, die sich über 10 Quadratkilometer erstrecken. Von ihren Hotelzimmern aus beobachten die Journalisten diese Demonstration militärischer Macht aus erster Hand. Das war eine neue Erfahrung, live über eine Bombardierung zu berichten. Diese massive Bombardierung, spektakulär, sehr telegen. Etwas Überraschendes, Apokalyptisches. Ich habe das als einen der schlimmsten Tage in Erinnerung. Bombardierungen ohne Pause. Ich fühlte mich benutzt. Die Amerikaner wussten, dass wir in Palestine waren und dass wir alles filmen würden. Diese verwüstende Machtdemonstration. Die amerikanische Armee schickt eine Warnung an die Journalisten. In der Nacht des 29. März soll das Informationsministerium bombardiert werden. Dort befand sich auch das offizielle Pressezentrum. Es ist kein massiver Angriff. Einige Fernsehsender hatten dort Zelte aufgebaut, von denen aus sie Berichte an ihre Redaktionen schicken.
Die amerikanischen Militärs wissen ganz genau, wo die Journalisten arbeiten. Das ist eine Warnung, dass wir von hier weggehen sollen. Von diesem Tag an wird die Mehrheit der Journalisten live aus dem Hotel Palestine senden. In der Wüste im Süden kommt das 64. Panzerregiment ohne Widerstand voran. Es werden 11 Tage vorübergehen, bevor sie kämpfen müssen. Hauptmann Walford erzählt einem Journalisten des Boston Herald, Jules Crittenden, dass seine Männer vorbereitet seien. Unser Tag wird kommen und er wird intensiv sein. Diese Jungs werden beeindruckt sein und verstehen, was es bedeutet, Soldat zu sein. Das 64. Regiment hat die Aufgabe, die Division Medina der Republikanischen Garde, die die Südflanke von Bagdad verteidigt, zu bekämpfen. Aber als die Panzer im Süden der Hauptstadt ankommen, ist die Division Medina schon Geschichte. Die Bombardierungen und die Fahnenflucht haben sie erledigt. Zwischen dem 4. und 6. April haben sie lediglich ein Phantomheer verfolgt. Sie beschränkten sich darauf, die Panzer und die Artillerie zu zerstören, die die Iraker auf ihrer Flucht zurückgelassen hatten. Nur um den Flughafen wurde richtig gekämpft. Hunderte Iraker und arabische Freiwillige sterben in den Bombardierungen. Die Amerikaner erobern schließlich eine Stadt, die sie nicht mehr verlassen werden. Als bestätigt wurde, dass die Amerikaner den Flughafen kontrollieren, dachten wir alle, dass der Fall von Bagdad unmittelbar bevorsteht. Nach der Besetzung des Flughafens war die Einnahme der Stadt ein Spaziergang. Es gab keinen Sturz von Bagdad, weil es keinen Kampf um Bagdad gab. Ebenso wenig gab es einen Kampf um Kabul. Der Rest war ein Spaziergang. Die Spazierfahrt zwischen dem 6. und 8. April 2003 führte die amerikanische Armee bis ins Herz von Bagdad. Lange sagten wir, eines Tages werden wir aufwachen und die Amerikaner werden an der Rezeption anklopfen. Ich nahm die Ferngläser. Als ich sah, dass es die amerikanischen Panzer sind, bin ich sofort losgerannt und habe zu Kousu gesagt, der noch schlief, steh auf, sie sind bereits hier. Es war die Wahrheit. Es war ein Schock. Am Morgen des 7. April dreht José Cuoso diese Bilder vom Balkon des Hotel Palestine. In nur wenigen Stunden sind die amerikanischen Panzer bis zum Tigris vorgestoßen und kesseln die ganze Zone des Palastes der Republik ein. Republikanische Garden rannten aus dem Präsidentenpalast. Sie stürzten sich in den Tigris und schwammen los. Viele kamen zurück, als sie merkten, dass niemand sie verfolgte. Es herrschte Panik, Verwirrung, Chaos. Die irakischen Soldaten hatten sich geschlagen gegeben. Sie werfen ihre Gewehre weg und laufen in Richtung Fluss. Sie schwimmen um einen Bretterzaun herum und fliehen weiter am Ufer entlang. Sie rennen nicht einmal, obwohl die Panzer weniger als 100 Meter entfernt sind. Sie sind die Reste einer geschlagenen Armee. Einer von ihnen hat sich die blaue Uniform ausgezogen und läuft in Unterhosen neben seinen Kameraden. Das ist kein einmaliges Bild. Kaum 2 Kilometer entfernt beobachten die Kollegen von Al Jazeera dasselbe. Einer der Offiziere war halb nackt und barfuß, nur in einer roten Unterhose. Er rannte weg in die andere Richtung, mit dem Rücken zur Front. Man sieht, wie eine Gruppe Soldaten aus dem Panzer herauskommt. Es macht ihnen nichts aus, mit dem Rücken zum Fluss und den beiden Hotels zu stehen. Man kann genau erkennen, dass beide Panzer mit ihren Kanonen auf die Hotels zielen. Sie überprüfen sorgfältig die Balkone, um sich zu vergewissern, dass niemand die Soldaten angreift. Viele Leute, vor allem Kameramänner und Fotografen, arbeiteten aus dem Hotel heraus, weil es die einzige Möglichkeit war, Bilder aufzunehmen. Seit dem Tag, an dem sie den Präsidentenpalast besetzt hatten, mussten sie viele Kameramänner und Fotografen im Hotel identifiziert haben. Wir haben die Amerikaner auf der Brücke gegrüßt. Man konnte sie klar auf der anderen Seite des Flusses sehen und wir haben sie vom Balkon gegrüßt. Diese Panzer der 3. Infanteriedivision mussten ihre Vorgesetzten und den militärischen Geheimdienst über die Journalisten auf dem Balkon des Hotel Palestine informiert haben. Und es ist schwer zu glauben, dass diese Information nicht zu den Soldaten von Walfords Kompanie vorgedrungen ist, die einen Tag später das Hotel Palestine angreifen werden.
Wolfords Panzer erreichen den Tigris. Im Morgengrauen des 8. April werden sie dem letzten irakischen Gegenangriff gegenüberstehen. Hunderte Soldaten und Fedayeen warteten auf sie, versteckt an einer Kreuzung, nur 200 Meter von der Al-Jumuria-Brücke entfernt. Die US-Truppen greifen das Planungsministerium an, in dem sich die Iraker verschanzt haben. Aber die 14 Panzer von Wolford reichen nicht aus. Der Kampf war so heftig, dass Wolford seine Männer von der Kreuzung abziehen musste, weil sie gegen diese Kräfte nicht ankamen. Dann forderte er Luftunterstützung an, um die irakischen Truppen anzugreifen. Seine Anforderung wird sofort beantwortet. Britische und amerikanische Flugzeuge greifen alle Gebäude dieser Zone an, vor allem das Planungsministerium. 2 Stunden später, so etwa um 6 Uhr morgens, konnten die Panzer bis zur Brücke vorrücken. Die Brücke ist etwa 1,5 Kilometer vom Hotel Palestine entfernt. Ganz in der Nähe sind die Büros von Al Jazeera und Abu Dhabi TV. Von dort hat man exzellente Möglichkeiten, gute Bilder von den US-Truppen zu machen, wie sie in die dichter bevölkerten Stadtviertel von Bagdad vordringen. Aber es ist doch gefährlich, so nah an der Brücke und neben den Regierungsgebäuden. Deshalb hatten die Sender das Pentagon vorsorglich über ihre exakten Koordinaten informiert, um versehentliche Angriffe zu vermeiden. Wir vereinbarten, im Innern des Gebäudes zu bleiben. Ich berichtete, was wir von draußen hörten und was durch die Kameras zu sehen war. Ich war live auf Sendung und berichtete alles, was möglich war. Ich hatte mit Taysir Alouni, dem Journalisten von Al Jazeera, gesprochen. Er erzählte mir am Telefon, dass er erschrocken war, weil die Panzer ganz in ihrer Nähe schossen. Ich sah, dass sich wegen der Vibrationen und Explosionen die Kamera ein bisschen bewegte. Ich sagte dem Kameramann, geh auf allen Vieren hoch und versuche, sie wieder einzurichten, und kriech zurück. Der Reporter ging mit ihm hoch. Mein Kameramann sagte, dass sie die Rakete auf uns zufliegen sahen. Sie sprangen zur Tür, erreichten sie aber nicht. Der Kameramann wurde verwundet, aber dank Alounis Rat, nicht aufrecht zu gehen, kam er mit dem Leben davon. Der Reporter Tariq Ayub stirbt, obwohl er eine kugelsichere Weste trug. Er wurde von einem Splitter unter der Schulter getroffen. Also schrie ich, raus hier. Kaum hatte ich das geschrien, kam die zweite Rakete. Die amerikanischen Panzer auf der Brücke schicken eine zweite, sehr deutliche Botschaft an die Journalisten von Abu Dhabi TV. Einer der Panzer schießt mit seinem Maschinengewehr auf die Kamera, bis sie getroffen wurde und zu Boden fiel. Die Szene ist noch klarer, wenn wir sie mit den Bildern aus der Kamera von José Cuoso sehen, aus dem mehr als 1 Kilometer entfernten Hotel Palestine. In nur 20 Sekunden schießt der Panzer 4 Salven, sorgfältig zielend auf das Büro von Abu Dhabi TV. Wochen später entdecken wir die Spuren dieser Attacke an der rechten Seite des Hauses. Wir zählten 120 Einschüsse in der Wand, die meisten genau unterhalb der Kameraposition. Es war offensichtlich, dass die Panzer an diesem Morgen des 8. April keine Augenzeugen haben wollten. Wochen nach dem Angriff auf das Hotel Palestine sieht das Zimmer 1403 immer noch so aus wie am 8. April. Dies ist der Balkon, auf dem Cuoso fast den ganzen Morgen Bilder der amerikanischen Panzer drehte, bis zu dem Schuss, der sein Leben beendete. Noch immer ist da der Blutfleck und die Reste der Glastür, die durch die Explosion zerstört wurde. Auf dem Balkon sind noch immer die Einschusslöcher der Splitter zu sehen. Wir besichtigen das Zimmer mit Safa, dem Fahrer des Telefinko-Teams während des Krieges. Hier hat niemand geschossen, niemand hat eine Waffe ins Hotel mitgebracht. Hier nicht und auf der Dachterrasse nicht.
Die Zimmer haben zwei Balkone, von denen man gut die Stadt beobachten kann. Wir suchten zu dritt, John, José und ich, um etwas Einmaliges zum Drehen zu finden. Wir bewegten uns von einem Balkon zum anderen, um Motive zu finden, um die Geschichte zu erzählen. Koso war den ganzen Morgen im nördlichen Zimmer und drehte diese Panzer, weil er das Gefühl hatte, dass die Brücken vermint sein könnten, dass sie in dem Moment in die Luft fliegen, wenn die Panzer versuchten, sie zu überqueren. Er war darauf fixiert, dieses Bild zu bekommen. Wir haben die Panzer auf der Brücke gesehen und das bedeutet natürlich, dass der Angriff unmittelbar bevorsteht. Wir überlegten, was das bedeutet, wenn sie die Brücke an diesem Tag überqueren. Ob sie sich verspäten, ob die Iraker die Brücke in die Luft jagen. Ich sah die ersten beiden Panzer. Nach etwas mehr als einer Stunde drehte sich der zweite Panzer zum Hotel. Ich ließ die Kamera weiterlaufen und sagte zu Carlos, diese Kerle zielen auf uns und das gefällt mir gar nicht. Ich antwortete mit einem Scherz, bleib ruhig, es wird nichts passieren. Wie könnten uns die amerikanischen Panzer angreifen? Es war völlig ruhig, einige Kameramänner hörten sogar auf zu drehen. Auch ich habe den Balkon verlassen, weil seit fast einer halben Stunde nicht ein einziger Schuss gefallen war. Und es sah so aus, als ob der Kampf unterbrochen sei. Der erste Panzer drehte sich nach links und feuerte auf ein Gebäude auf der anderen Seite. Und beim vierten Mal drehte er sich wieder Richtung Hotel. Irgendwann sagte ich mir, ich muss diesen Panzer nicht weiter drehen. Ich habe ihn schon lange genug drauf. Ich schaltete ab und ging ins Zimmer. Ein oder zwei Minuten später hörte ich die Explosion. Und in diesem Moment, ich weiß nicht warum, habe ich die Kamera ausgeschaltet und bin reingegangen. Gerade als ich den Einschuss des Panzers spürte. Ich sah einen Splitter wenige Zentimeter an meinem Gesicht vorbeifliegen. Das Projektil explodiert, bevor es in die Fassade einschlägt und schleudert einen Splitterregen auf die höher gelegenen Etagen. Im Zimmer von Reuters spielen sich dramatische Szenen ab. An der Balkontür bricht Kameramann Taras Protsjuk mit zerrissenem Bauch zusammen. Paul Pasquale liegt blutüberströmt auf dem Boden. Seitdem erinnern ihn seine Narben jeden Morgen daran, dass er ein Überlebender ist. Er war Soldat in Nordirland und weiß, was Krieg ist. Everything went from comparative. Von einem Moment zum anderen kommst du von einer normalen und ruhigen Situation in eine, die der Hölle ähnelt. So schnell geht das. Ich sah nach, ob es dort eingeschlagen hatte und ob es Koso gut geht. Ich sagte, sie haben uns getroffen, sie haben uns getroffen. Auf mich fielen Glas und Trümmer und ich wurde völlig taub. Wir haben gerade gequatscht und gelacht. Und einen Moment später fiel ich auf den Rücken und Taras über mich, voller Blut und schwer verletzt. Schon im Flur ahnte ich etwas, weil ich unseren Dolmetscher hörte, wie er mich ungeduldig rief, in einer herzzerreißenden Art. John, John, John. Und ich rannte über den Flur ins Zimmer rein. Ich war ganz benommen, weil ich einen Riesenschlag auf das Ohr bekommen habe. Und ich sagte zu Carlos, mir ist das Trommelfell geplatzt. Der Einschlag war fürchterlich. Als erstes versuchte ich, Taras runterzurollen, weil er so schwer war. Ich versuchte es, aber meine Arme und Hände waren schwer verletzt. Ich schaffte es nicht, ihn zu bewegen. Ich ging in mein Zimmer, um meine Kamera zu holen, aber sie brannte. Die Kamera stand in Flammen. Ich konnte sie nicht einmal anfassen. Ich sah, dass mein Zimmer und mein Balkon zerstört waren. I saw a big hole in my
Ich sah ein großes Loch rechts von mir. Ich versuchte Taras zu sagen, dass er sich bewegen soll, aber er sagte kein Wort. Als erstes dachte ich an Kuso. Ich weiß nicht warum. Kuso war 2 Etagen tiefer. Als wir hierher kamen, sahen wir die umgestürzte Kamera und Kuso am Boden liegen, mit dem Kopf in der Tür. Ich rannte geduckt zu José, weil ich dachte, dass es einen zweiten Schuss geben könnte. Ich war überzeugt, dass die Iraker das Hotel angegriffen hatten. Schließlich konnte ich mich von Taras lösen und ich begann, mich wegzuschleppen. Ich konnte nichts für Taras tun. Ich war zu stark verletzt, um ihm zu helfen. Ich konnte meine Arme nicht bewegen. Ich goss eine Flasche Wasser über ihn, um zu sehen, ob er noch weitere Verletzungen außer denen am Bein hatte. Nachdem ich den Einschlag mitbekommen hatte, ging ich wieder auf die Terrasse, um zu filmen. Als das Ohr nachließ, hörte ich Schreie und dachte, hier ist etwas Schlimmes passiert. Ich nahm die Kamera und ohne abzuschalten, ging ich ins Zimmer von Reuters. Ich konnte nicht begreifen, dass es die Amerikaner gewesen sein sollten, bis ich zu José kam. Er war bei Bewusstsein, er war wach und sagte, es war der Panzer. Wir gingen raus, vorne am Hotel war nichts zu sehen. Wir gingen herum und sahen plötzlich einen beschädigten Balkon. Ich begann, die Etagen zu zählen. 15. Sie haben Reuters getroffen. Das Erste, was ich dachte, ist, Scheiße, Caruso ist darunter. Es war der Panzer, denn José hat gesehen, wie er auf ihn geschossen hat. Er schaute zu dem Panzer, als ihn der Einschuss traf. Er war sich bewusst, wer ihn tötete. Ich gehe rein, sehe die umgestürzte Kamera auf dem Boden zertrümmert und die Blutlache. Und da war es schon passiert. Dieser Moment hat sich bei mir eingeprägt. Ich erinnere mich, dass ich sagte, mein Gott. Einige Kollegen bemühen sich, José Cuoso so schnell wie möglich transportfähig zu machen. Sie legen ihn auf eine Matratze und bringen einen Notfalldruckverband an. Wenn er weiter blutet, wird er das Krankenhaus nicht lebend erreichen. Ein Iraker, den ich überhaupt nicht kannte und dem wir das ganze Leben dankbar sein müssen, bot mir sein Auto an, ein alter sowjetischer Lada. Wir schafften es, José hineinzulegen, mit der Hilfe von Jorge Pliego, der mit José sehr eng befreundet war. Wir trugen ihn in ein Auto und die ganze Zeit habe ich mit Caruso gesprochen. Wir waren gute Freunde. Ich wusste, dass seine Frau Lola heißt, dass er 2 Kinder hatte. Auf dem Weg zum Krankenhaus redete ich auf ihn ein. Caruso, du musst durchhalten. Du hast 2 Kinder. Lola wartet auf dich. Halt durch. Ich sagte zu ihm, das hier muss wie im Spielfilm sein, dass er nicht einschlafen darf, dass er sich nicht aufgeben darf, dass er immer weiterreden muss, damit er noch durchhält bis zum Krankenhaus. Und er versuchte es nur, wie im Film. Auf einmal sagte er zu mir, mein Bein ist kaputt, nicht wahr? Nein, wenn wir ankommen, werden wir es nähen. Mich beeindruckte sehr, dass ich Caruso nie beklagte. Dann sagte er, warum hat der Panzer auf uns geschossen? Wo bringst du mich hin? Was geschieht? Filmt ihr mich? Filmt mich nicht. Meine Familie soll mich nicht so sehen, meine Kinder sollen mich nicht so sehen. Wir entschieden uns, ins San Rafael Krankenhaus zu fahren. Das ist die Klinik, in die alle Journalisten gingen, jedes Mal, wenn wir krank wurden. Es war ein christliches Krankenhaus mit Nonnen, sehr sauber. Ich erinnere mich, dass der Spanier schwere Verletzungen am Bein und in der Brust hatte.
his jaw and also in his lung. In this hospital we don't have. In diesem Krankenhaus haben wir keine Ausrüstung für Intensivmedizin. Wir leisteten erste Hilfe und schickten ihn ins Safir Krankenhaus. Also mussten wir in ein anderes Krankenhaus fahren, gegen die Fahrtrichtung. Wir schafften es nicht, die Matratze zusammenzulegen. Ich weiß nicht warum. Der Fahrer raste mit 130 durch die kleinen Gassen und beschädigte dabei sein Auto an den Barrikaden. Die verletzten Journalisten werden im Krankenhaus Al-Nafis sofort behandelt. Für den Ukrainer Taras Potsyuk können sie wenig tun. Sie legen Kwaso auf eine Trage und bringen ihn direkt in den Operationssaal. Die Ärzte wissen bald, dass es wahrscheinlich nicht ausreichen wird, die Splitterverletzungen zu behandeln. Er war in komplettem Schockzustand. Er blutete viel und sein rechtes Bein war völlig zerstört. Im Register des Krankenhauses sind die Anstrengungen von Dr. Faisal nachzulesen. Er musste unter Zeitdruck arbeiten. Innerhalb von nur 2 Stunden musste er das rechte Bein amputieren, das Kinn zusammenflicken und die leichteren Verletzungen an Brust und Hand versorgen. Wenn er die ersten 24 Stunden schaffte, würde er vielleicht überleben. Aber es gab eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass jeden Moment erneut ein Schock eintrat. Ich erinnere mich, dass Jon zu ihm sagte, halte durch, Meister, halte durch. Und alle sagten wir ihm dasselbe, halte durch. Und plötzlich, ich erinnere mich, und das Bild hat sich mir ganz fest eingeprägt, hatte José Atemprobleme. Sein Brustkorb wölbte sich ganz stark. Und da sahen wir, wie die Ärzte nervös wurden. Ich werde nie den Ton der Herzrhythmusmaschine vergessen, der nach und nach ausging. Sogar auf dem Flur hörten wir, wie er langsamer wurde. Jorge und ich haben im Flur gebetet, da kam Jon und sagte zu uns, ich glaube nicht daran, aber wenn es etwas hilft. Es ging ihm schlechter, es war uns klar, auch wenn die Ärzte alles versuchten, dass sein Herz allmählich aufhörte zu schlagen und sein Leben erlosch. Wegen seines Schockzustandes hat er sich nie ganz von der Narkose erholt. Es tat uns sehr leid, ihn zu verlieren. We were very sorry to lose him. Der Arzt kam raus, Dr. Faisal. Es war sehr bewegend, weil auch er Tränen in den Augen hatte, als er uns so betroffen sah. Und er sagte zu uns, wir haben alles Mögliche getan, aber er ist gegangen. Als sie uns erzählten, dass er gestorben ist, bin ich ins Zimmer gegangen, um mich von ihm zu verabschieden. Und ich sagte zu Kuso, dass er in Frieden gehen soll, dass er tapfer war. Dass er dabei gestorben ist, als er tat, was er tun wollte. Es war tröstlich, ihn so ruhig zu sehen. Nur wenige Minuten nach dem Angriff und praktisch ohne Möglichkeit, sich mit den Truppen auf der Brücke in Verbindung zu setzen, veröffentlicht das US-Militär in Katar seine erste Version des Vorfalls. Initial reports indicate that the coalition force operating near the hotel took fire from the lobby of the hotel. Die ersten Informationen zeigen, dass Truppen der Koalition aus der Lobby des Hotels heraus beschossen wurden und das Feuer erwiderten. Aber ich weiß nicht genau, wie die Dynamik der Kampfhandlungen ablief. Die Journalisten, die im Hotel Palestine arbeiten, sind einhellig anderer Meinung. Sie wussten genau, dass dort Journalisten waren und dass Kameras von den Balkonen auf sie gerichtet waren. Es ist unglaublich, dass sie mit der Entschuldigung kommen, wir hätten Bettlaken aus den Fenstern hängen sollen, um uns zu identifizieren. Ich habe keinen einzigen Schuss aus dieser Zone gehört, sicher auch nicht aus dem Hotel. Alle, die wir dort waren, wissen, dass es keinerlei feindliches Feuer gegen die amerikanischen Panzer gab, weder aus dem Hotel noch aus der Umgebung. Ich lag fast 5 Stunden auf der Terrasse des Hotels in Stellung und ich hörte keinerlei Detonation von unserer Seite, keine. Eine offensichtliche Tatsache widerlegt diese erste Version der Militärs. Die Entfernung.
Zwischen dem Hotel Palestine und den Panzern liegen mehr als 1,5 Kilometer, weit über der tatsächlichen Reichweite eines Gewehres und eines Granatwerfers. Chris Tomlinson war als eingebetteter Journalist beim 2. Bataillon der 3. Infanteriedivision. Das hat irgendein Soldat nach dem Angriff gesagt, um sich vor Kritik zu schützen. Kein Granatwerfer kann aus dieser Entfernung schießen. Ein Scharfschütze vielleicht ja, aber eine Kalaschnikow offensichtlich nicht. An RPG cannot fire that far. A sniper rifle may be able to reach that far. An AK-47 certainly can't shoot that far. Wir sind in Fort Stewart in Georgia, dem Hauptquartier der 3. Infanteriedivision. Wir wollen erfahren, wie es in einem Abrams-Panzer aussieht. Hier werden die Panzer überholt, die am Krieg beteiligt waren. Feldwebel Peil erklärt uns das Innere des Abrams und alle Details, die ihn in eine fast unverwundbare Kriegsmaschine verwandeln. Diese Waffe hat 70 Tonnen. Von vorne ist sie fast unverwundbar. Wenn jemand auf die Vorderseite schießt, macht uns das gar nichts aus. Es gab schon einige Panzer, die getroffen wurden, aber nicht die Mannschaften. Die 120mm Kanone ist nicht die einzige Waffe des Panzers. Gegen einen Scharfschützen in einem Gebäude könnte man eine weniger zerstörerische Waffe einsetzen. Wenn Sie uns von einem bestimmten Punkt eines Gebäudes beschießen, benutzen wir das Maschinengewehr, um nicht weitere Kollateralschäden zu verursachen. Dies sind die Bildsucher, mit denen der Panzerführer und der Kanonier die Zielobjekte identifizieren. Zuvor wurde die Entfernung dank des Lasers exakt berechnet. Ein Ziel in 1,5 Kilometer Distanz sieht man problemlos. Wir können ein Ziel bei Tag oder bei Nacht bis zur Reichweite der Waffe erkennen, ungefähr 4 Kilometer. Wenn man es sieht, kann man es treffen. Feldwebel Sean Gibson führt einen der beiden Abrams, die am 8. April auf der Al-Jumuria-Brücke Position beziehen. Er wird es sein, der auf das Hotel Palestine schießt. Seinen Panzer ziert die Flagge der Kompanie von Hauptmann Walford. Einer seiner Soldaten hat kein Problem damit, diese zu präsentieren. Ein Skelett, gekreuzt von 2 Schwertern und links ihr Spitzname, die Mörder. Tage nach dem Angriff willigt Gibson ein, mit einem Team des belgischen Fernsehens zu reden. Es war einfach, sie zu finden, aber schwierig, sie zu einem Interview zu überreden. Sie sagten, dass sie nicht wussten, dass dort Journalisten waren. Ich überzeugte sie damit, dass, wenn die Sache vor Gericht kommt, das Oberkommando der US-Streitkräfte wahrscheinlich ihnen die Schuld geben würde. Ich bekam Artilleriefeuer an der Vorderseite meines Panzers, dahinter und darunter. Von unten wurde auf mich mit Granatwerfern geschossen. Wenn Sie zur Brücke gehen, werden Sie die Einschusslöcher sehen, dort, wo der Panzer stand. Und mitten im Interview sagte er zu mir: Ich werde Ihnen meinen Panzer zeigen, wie er angegriffen wurde. Er führte mich um den Panzer herum und zeigte mir jede Menge Einschusslöcher. In diesem Moment des Interviews war er fast verärgert, mir das Gefecht auf der Brücke erklären zu müssen. Wochen später finden wir noch Spuren des Gefechtes an der Brücke, obwohl nicht so viele wie Gibson angab. Die Eisenstangen des Geländers, abgeknickt durch einen Schuss. Die Einschläge der Raketenwerfer an der Brückenseite. Andere Spuren verraten, dass die Panzer das Feuer entschieden beantwortet hatten, so wie diese Straßenlaterne durchlöchert wurde, als sie auf das Telekommunikationsministerium schossen. Am 8. April fangen die Kameras im Hotel Palestine den Augenblick ein, wie ein Panzer hinter der Brücke beschossen wird. Aber vor allem sehen sie, wie die Panzer mit voller Kraft zurückschießen, ein ums andere Mal. Und immer in gerader Linie auf dieses Gebäude, das Ministerium für Jugend. Dort hatten sich die Fedayeen verschanzt. Von einem nahegelegenen Gebäude aus sieht sie ein alter Hausmeister bald fliehen. Alle flohen, niemand blieb zurück. Das Ministerium war leer. Aber davor gab es heftigen Widerstand. Vom Hotel aus sehen die Journalisten die Brücke, nicht aber das Gelände, von dem aus die Panzer angegriffen werden. Die Amerikaner schießen ständig auf die andere Seite des Flusses. Sie werden von dem Gebiet links der Brücke angegriffen und aus dem Jugendministerium, das 1,5 Kilometer vom Hotel entfernt ist. Also, wenn die Panzer vom Hotel Palestine aus angegriffen wurden, wie die offizielle Erklärung lautet,
Warum gaben Sie dann den ganzen Morgen nur einen Schuss in diese Richtung ab? In diesem Moment nahmen Wolfords Männer einen Iraker fest, der ein Sprechfunkgerät hatte. Sie hörten den Funkverkehr ab und entdeckten, dass ein Beobachter das Feuer der Iraker gegen die Männer von Wolford dirigierte. Listening to a forward, what they call a forward observer, someone calling in the mortar fire and directing the infantrymen in their attack against Captain Wolford's forces. Then I went to. Dann habe ich Stockwerk für Stockwerk überprüft, aber niemand gesehen. Bis ich höher zum dritten Stock kam, da sah ich einen Mann mit etwas, das aussah wie große Ferngläser, und ich sah, wie er Zeichen gab. Alle Journalisten im Krieg haben für solche Fälle Ferngläser bei sich, um zum Beispiel einen Panzer in 2 Kilometer Entfernung aufzuspüren und dem Kameramann sagen zu können, dass dort ein Panzer steht. Das war doch absurd, dass sie dachten, gerade aus diesem Hotel hätte jemand die Positionskoordinaten der Panzer gegeben. Man hat sie doch fast von überall in der Stadt gesehen. Hat Gibson einen Journalisten mit Ferngläsern gesehen und gedacht, er sei ein feindlicher Späher? Das könnte eine Ausrede sein, aber Tatsache ist, dass der Feldwebel nach wie vor behauptet, dass keine Journalisten auf den Balkonen waren. Haben Sie nicht gesehen, dass dort Kameraleute waren? Das waren keine Kameras, ich sah Ferngläser. Aber es waren Kameraleute auf den Balkonen. Kameras wie diese? Absolut nicht. Da war eine Person, die die Hände so hielt. Ich sah jemand mit 2 Linsen in den Händen. Sie erschienen mir wie Ferngläser. Die Mörsergranate schlägt im Zimmer 1503 ein, das Zimmer von Reuters. Und alle Zimmer darüber, darunter, rechts und links daneben sind Zimmer von Kollegen, die wir gut kennen. Jules Crittenden vom Boston Herald begleitete die Panzerkompanie als eingebetteter Journalist. Er versichert, dass die Kämpfe 6 Stunden dauerten, von 4 bis 10 Uhr morgens. Das bedeutet, dass die Kämpfe fast 2 Stunden vor dem Angriff auf das Palestine beendet waren. Die letzte Kassette, die José Cuoso aufnimmt, dauert 24 Minuten und beginnt mit diesem Bild. In den ersten 9 Minuten registriert seine Kamera 18 Schüsse der Panzer. Und in den letzten 15 Minuten gibt es nur einen Schuss. Einen einzigen. When I sat down with Taras, it was quiet. Als ich da mit Taras saß, war alles ruhig. Es lag keinerlei Spannung in der Luft. Wahrscheinlich war es sogar weniger angespannt als die Tage zuvor, als bombardiert wurde. Es war ein Augenblick, in dem wir relativ ruhig waren. Wir hatten bereits alles aufgenommen, was wir filmen wollten. Die Panzer standen still. Es gab keine Kämpfe. Seit geraumer Zeit waren keine Schüsse mehr zu hören. Gibson dreht sein Kanonenrohr Richtung Hotel und bittet Hauptmann Wolford um Schusserlaubnis. Aber er zögert. Und trotzdem hatte ich meine Zweifel, verstehen Sie? Ich zweifelte. Ich nahm mir Zeit, rief meinen Vorgesetzten, um zu bestätigen, was ich gesehen hatte, damit es auch noch ein anderes Augenpaar bestätigte. Die Entscheidung wird nicht auf die Schnelle getroffen. Es vergehen 10 Minuten, bis Gibson den Befehl erhält, das Feuer zu eröffnen. Une violente déflagration ébranle l'hôtel. We did not know. Wir wussten nicht, dass Journalisten im Hotel Palestine waren. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir nicht geschossen. Ich weiß nicht, ob diese Information an die amerikanische Armee weitergegeben worden war. Wenn es so war, kam sie nicht bis auf meine Ebene. Später sagten mir Perkins und DeCamp, dass sie vor ihrem Einmarsch nach Bagdad keinerlei Informationen über das Hotel Palestine oder über den Aufenthaltsort der westlichen Journalisten gehabt hätten. Als Colin Powell am 2. Mai nach Madrid kommt, bestätigt er, was der ganzen Welt längst bekannt war. Das Oberkommando wusste, dass Journalisten im Hotel Palestine waren. Wir wussten, dass es das Hotel der Journalisten war. Deshalb wurde es während keiner Phase des Feldzuges aus der Luft angegriffen. Die Generäle, die die Kämpfe in ihrem Oberkommando in Katar verfolgen, sehen im Fernsehen die Bilder des Angriffs. Sie kontaktieren Bagdad und fordern eine Erklärung. Diese Bilder erschienen im Fernsehen und ihre Vorgesetzten, Generäle mit 2 oder 3 Sternen, sahen sie und fragten sie, was macht ihr? Schießt ihr auf das Hotel Palestine? Tomlinson hört die Unterredung der Militärs über Funk.
Oberstleutnant DeCamp erhält durch seine Vorgesetzten die Nachricht des Angriffs und schreit ins Funkgerät: Wer hat auf das Hotel Palestine geschossen? Tomlinson hört, wie DeCamp Walford wütend fragt: Haben Sie das verflixte Hotel Palestine beschossen? Die Art, wie er die Frage stellte, könnte irreführend sein. Als er Walford fragte, haben Sie das Hotel Palestine beschossen, vermutete er, dass Walford etwas wusste, was er in Wirklichkeit nicht wusste. Mir wäre lieber, es wäre nicht passiert, aber es geschah. Ich bete dafür, bitte Gott, mir zu vergeben. Ich spreche meine aufrichtige Entschuldigung und mein Beileid an die Familien aus. Es war nicht beabsichtigt. Man hatte den Eindruck, in der gesamten Befehlskette, von Perkins bis DeCamp, Walford und Gibson, dass sie etwas sehr Schlimmes getan hatten. Ich kann Ihnen sagen, dass Hauptmann Walford sichtbar verärgert war, als ich ihn 2 Stunden später sah. Feldwebel Gibson war auch verärgert. Und DeCamp war offensichtlich wütend und verärgert. Die spanischen Journalisten sind nicht so verständnisvoll gegenüber dem Verhalten der Militärs wie Tomlinson. Die 3 Angriffe auf Journalisten am 8. April führen sie zu der Überzeugung, dass die Amerikaner keine Augenzeugen wollten. Meiner Meinung nach gab es einen abgesprochenen Vorsatz, das Hotel der Journalisten zu beschießen. Sie behielten ihre Positionen, weshalb sie uns ganz klar lokalisiert haben müssen. Es konnte keine Verwirrung gegeben haben. Zuerst haben sie den Sitz von Al Jazeera fertig gemacht. Eine halbe Stunde später schossen sie auf Abu Dhabi TV. Und eine halbe Stunde danach feuert derselbe Panzer, warum nicht, auf das Hotel, in dem der Rest der internationalen Presse untergebracht ist. Ich hatte keine Ahnung, ab wann die Amerikaner wussten, dass die letzte Phase ein Spaziergang sein würde. Was sie nicht wollten, auf keinen Fall, war, dass es 300 Journalisten gibt, die nicht Amerikaner sind und die sie nicht unter Kontrolle haben. Denn die würden keine patriotische Selbstzensur anwenden, sondern bereit sein, über alles zu berichten. Es gab schwere Fehler auf verschiedenen Ebenen. Das Pentagon hat die Befehlskette nicht über das Hotel Palestine und dessen Standort informiert. Den Journalisten haben sie aber gesagt, sie hätten es getan. Und das ist wahrscheinlich der größte Fehler. War es ein Oberst, der einen Major nicht informierte? War es ein Major, der einen Offizier nicht informierte? Oder war es ein Offizier, der einen Feldwebel nicht informierte? Der Kerl, der am Abzug saß? Es gibt keine Antworten. In Spanien zeigen die Journalisten der Regierung ihre Entrüstung und klagen an, dass ein Kriegsverbrechen begangen wurde. Im Kongress demonstrieren sie am 8. April vor Aznars Parlamentssitz mit dem Porträt von José Cuoso. Die spanische Regierung bezeichnet den Angriff auf das Hotel als Unglücksfall, Fehler oder Tragödie. Aber nie erlaubt sie sich, die Streitkräfte der USA zu kritisieren. Die Regierung akzeptiert unkritisch alle Erklärungen aus Washington. Bush persönlich fühlte sich verpflichtet, das Thema anzusprechen, als der spanische Ministerpräsident Aznar das Weiße Haus besuchte. Mehr nicht. Sichtlich missmutig reagierte er auf die Frage einer spanischen Journalistin. Präsident Bush, haben Sie den Familien der getöteten Journalisten Ihr Beileid ausgesprochen? Glauben Sie, es war ein Fehler, das Hotel Palestine zu beschießen? Und wenn ja, werden Sie sich bei der spanischen Regierung und der Familie von José Cuoso entschuldigen? Ich glaube, Krieg ist ein gefährlicher Ort. Niemand tötet absichtlich einen Journalisten. Die US-Regierung hat gesagt, dass es ein Fehler war, und wir glauben das. Ich bin absolut überzeugt, dass niemand bewusst einen Ort, an dem es Opfer geben könnte, in diesem Fall Journalisten, beschießen würde. Aber was Aznar sagt, stimmt nicht. Die Regierung der USA hat nie offiziell zugegeben, dass der Angriff ein Fehler war.
Um jeden Zweifel auszuräumen, veröffentlicht das Pentagon 4 Monate nach dem Angriff das Ergebnis seiner Untersuchung. Das heißt darin, dass der vermeintliche Späher die Truppen nicht nur ausgespäht, sondern auch auf sie geschossen hätte. Wenn da ein irakischer Scharfschütze gewesen wäre, hätten wir sicher als erstes versucht, ihn davon zu überzeugen, sich eine andere Stellung auszusuchen. Und wenn das unmöglich gewesen wäre, wären wir selbst weggegangen. Denn diese Stelle wäre dann sicher ein Ziel für die amerikanischen Panzer gewesen. So dumm sind wir nicht. Der Bericht geht sogar so weit zu behaupten, dass die Aktivitäten auf den Balkonen des Hotels dem Verhalten eines feindlichen Kämpfers ähnlich gewesen seien. Auf eben die Balkonen, auf denen nur Journalisten waren. Es wird sehr schwierig werden, als Reporterin zu arbeiten, wenn dies zum Präzedenzfall wird. Wenn nun die Armeen die Medien als eine Kriegspartei definieren, um zu verhindern, dass sie über Massenmorde berichten, dass sie bestimmte Geschichten aufdecken, die ihnen nicht passen, selbstverständlich wird sich der Journalismus verändern. Der Fall ist noch lange nicht abgeschlossen. Er ist es nicht, weil kein Journalist einen Iraker aus dem Hotel schießen sah oder hörte. Er ist nicht abgeschlossen, weil das Hotel zu weit weg war, um mit Gewehren oder Raketenwerfern auf die Brücke zu schießen. Er ist nicht abgeschlossen, weil die Panzer an diesem ganzen Morgen auf Angriffe geantwortet hatten, die aus einer vom Hotel weit entfernten Zone kamen. Und schließlich ist er nicht abgeschlossen, weil, wie Colin Powell in Madrid sagte, die Militärs sehr genau wussten, dass das Palestine voller Journalisten war. Die Soldaten der USA waren die größte Gefahr für die Journalisten, die über den Krieg berichteten. 7 der 16 getöteten Journalisten starben durch Schüsse der US-Armee in nur 21 Tagen Kampfhandlungen. Deshalb fragen sich heute Journalisten, ob sie noch einmal über einen Krieg berichten können, ohne dass die US-Armee sie als feindliche Kräfte betrachtet. Und sie werden sich an den Tag erinnern, an dem 2 Journalisten starben, weil ein amerikanischer Feldwebel einen Reporter gesehen hat, der mit einer gefährlichen Waffe hantierte, einem Fernglas.